Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Vor ziemlich genau 3 Monaten habe ich in einem Video ein Auto vorgestellt, was mir überraschenderweise sehr gut gefallen hat. Und das war der ID.7 von Volkswagen. Und damals hat man schon camoufliert eine Kombi-Version von diesem Auto gesehen. Und die kann ich euch heute ausgepackt in voller Pracht hier zeigen. Fahren können wir heute leider nicht damit, aber ich verlinke euch nochmal das Video von meiner Probefahrt mit dem ID.7. Das ist im Wesentlichen dasselbe Auto von den Fahreigenschaften und das könnt ihr euch da nochmal anschauen. Apropos letztes Video, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch künftige Videos nicht. Heute möchte ich mich vor allem über 2 Dinge mit Experten hier vor Ort unterhalten. Zum einen hat mir schon beim ID.7 besonders gut die neue Software und die intuitive Bedienbarkeit gefallen, was für Volkswagen eigentlich nicht so üblich ist. Darüber spreche ich heute mit dem Patrick. Und das Zweite, was mich natürlich interessiert, ist, wie kann man mit so einem großen Auto diese tolle Reichweite hinbekommen? Und darüber werde ich mich nachher mit dem Tobias unterhalten. Aber zunächst mal will ich schauen, ob der ID.7 Tourer wirklich so groß ist, wie ich ihn mir erhofft habe. Und dazu nehme ich euch jetzt mit nach innen. Da steht nämlich noch ein anderes Modell in Weiß und da kann ich euch das besser zeigen. Machen wir erstmal auf. Geht natürlich automatisch. So, und hier haben wir einen Kofferraum, der ist so ungefähr, würde ich mal sagen, 90 cm breit. Hier unten gibt es noch eine Klappe für Kabel. Und ich würde sagen, ich klappe mal oben und lege mich rein, oder? Was natürlich schon mal praktisch ist, ist, dass man von hier die hinteren Sitze umklappen kann. Einmal und zweimal. Und schon haben wir hier die Liegefläche vor uns. Ich würde mal sagen, bei so einem schönen weißen Auto ziehe ich mal meine dreckigen Schuhe aus und schau mal, wie weit ich hier reinkomme. Schlafen würde ich jetzt hier nicht unbedingt wollen, aber ich passe wirklich komplett rein. Ich bin 1,79 lang. Insofern ist da doch eine ganz schöne Ladefläche. Je nach Einstellung kann man hier auch noch auf Transparent schalten und dann den Sternenhimmel sehen. Ich stelle das Panoramadach klar ein. Also ich würde mal sagen, zur Not kann man hier auch mal zu zweit übernachten. Jedenfalls geräumiges Auto. Was ich noch entdeckt habe. Extra noch für die Mütze. Ja, eine Sache, die mir am ID.7 ja besonders aufgefallen ist und die ich besonders gemocht habe, war ja, dass ich gesagt habe, zum ersten Mal gibt es eine wirklich intuitiv bedienbare Software. Deswegen freue ich mich, dass der Patrick jetzt hier ist. Hallo. Auf was habt ihr jetzt besonders Wert gelegt bei dieser Generation? Die aktuelle HMI-Generation besticht durch ein übersichtliches Layout mit vielen Direktzugriffen und kurzen Bedienwegen. Ein Beispiel hierfür ist die permanente Top-Bar oben, in dem ich hier App-Favoriten hinzufügen kann. Das heißt, ich kann mir individuell häufig genutzte Apps hinzufügen. Also zum Beispiel das Telefon jetzt. Genau. Ja. Okay. So kann man die App-Favoriten hinzufügen. Man kann die Positionen ändern und hat somit direkt Zugriffe auf einzelne Apps. Okay. Darüber hinaus noch die Klimabedienung in der permanenten Bottombar. Auch hier gibt es Klimafunktionen, die ich mir als Favoriten anlegen kann. Okay. Insbesondere auch die smarten Klimafunktionen oder eben die Funktionen, die vorgegeben sind. Sind die teilweise dann auch über Spracherkennung anwählbar? Auch die Klimabedienung ist auch über die Sprachbedienung anwählbar, richtig. Hallo Ida. Meine Füße sind kalt. In Ordnung. Vorn werden die Füße gewärmt. Okay, funktioniert. Und was ich natürlich immer wichtig finde, ist, so einfach es klingt, aber da unten ist wahrscheinlich ein Home-Button, oder? Genau, das ist der Home-Button. Mhm. Damit komme ich immer zum Homescreen. Auch der Homescreen ist individuell anlegbar. Man sieht hier jetzt das Kachel-Layout mit verschiedenen Kachelgrößen. Auch hier besteht die Möglichkeit, mir dieses Layout individuell anzupassen. Das heißt, man kann zusätzliche Seiten anlegen mit einem unterschiedlichen Layout. Oder man kann auch einzelne Kacheln für bestimmte Favoriten hinzufügen. Und es gibt das Toggle zwischen dem Home-Button und das Hauptmenü. Ah, okay. Das heißt, hier oben sehe ich das Menü-Grid und komme damit immer über das Hauptmenü, wo auch die Apps hinterlegt sind. Okay. Auch hier besteht die Möglichkeit, mir individuell die App-Positionen auf die verschiedenen Seiten zu legen. Und das sind eben so Dinge, die man auch mal von alleine verstehen kann. Zum Beispiel, dass man jetzt hier bei Massage sich ein Programm auswählt. Ich habe das jetzt noch nie gesehen, ne? Wähle Schultern und dann würde das jetzt, ja, ich merke es schon. Genau. Auch hier ist die Dauer einstellbar und die Intensität der Massage ebenso auch für den Beifahrer. Das war ja auch noch so ein Thema, dass oft die
VW-Kunden gesagt haben, sie mussten dann in die Werkstatt fahren, um die Software über Nacht aufzuspielen. Ist allerdings schon ein, zwei Jahre her. Aber das ist jetzt vielleicht auch besser geworden. Auch da besteht die Möglichkeit der App-Updates, um einzelne Apps auch zu updaten. Also zu Hause, mit eigenen WLAN und so weiter. Genau. Da werden dann einfach Apps, die jetzt gerade online abgedatet werden können, angezeigt und dann kann man die sich... Genau, über die Over-the-Air-Updates. Sehr cool. Und das ist jetzt ab dann in allen neuen Fahrzeugen drin? Genau, das ist die aktuelle HMI-Generation, die in den Fahrzeugen so in dem Grundlayout der Generation vorhanden ist. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du besonders toll findest an eurer eigenen Entwicklung? Also man kann jetzt auch gerade in Verbindung mit dem vorhin gezeigten Massagesitzen vielleicht auch einmal die Wellness-App zeigen, die es jetzt gibt. Auch hier gibt es aktuell die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Programmen zu wählen. Das Fresh-Up-Programm, das Calm-Down-Programm und Power-Break. Die beiden linken Programme sind auch während der Fahrt nutzbar, um beispielsweise sich zu vitalisieren. Also im Schlaf regenerieren darf ich nicht beim Autofahren. Das ist vielleicht nicht empfehlenswert. Genau, das ist eher während Ladepause oder Pausen auf einer Urlaubsfahrt beispielsweise. Dort über die einzelnen Programme haben wir die verschiedenen Funktionen auch im Fahrzeug angesteuert, beispielsweise das ID Light, den Sound, man hat das ambiente Licht, um so eine Art orchestrierte Funktion zu bekommen. Ach, mich kitzelt schon was hier im Auch die Massagesitze sind darüber angesteuert. Mmh, schick, ja. Ich will es eigentlich nicht stoppen, aber ich stoppe es jetzt trotzdem mal. Okay, das ist cool, ja. Und das kann ich auch während des Fahrens hier. Genau. Darüber hinaus auch nochmal zum Thema Direktzugriffe, kurze Bedienwege, haben wir hier das Car Control Center. Auch hier können Fahrzeugfavoriten angelegt werden, individuell alle Car-Funktionen, beispielsweise hier das ID Light, häufig genutzte Funktionen. Das ist natürlich auch nicht unwichtig, dass das Head-Up-Display in der richtigen Höhe ist, je nachdem, wie groß man ist. Auch das ist individuell anlegbar und immer über den kurzen Bedienweg in der Topbar ansteuerbar. Ja, vielen Dank, Patrick. Dankeschön für die interessanten Erläuterungen. Ich werde jetzt mal noch die Calm-Funktion ausprobieren. Also, du darfst dann schon mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Calm down. Was ihr jetzt leider nicht sehen könnt, ist, wie mein Rücken gerade in wunderbarer Weise massiert wird. So, jetzt habe ich hier den Tobias, das ist leicht zu merken. Ich heiße mich auch Tobias. Hi. Hallo. Hi, und Tobias. Du bist am Design beteiligt gewesen vom ID7. Genau. Ja, Design ist ja irgendwie gar nicht so mein Thema. Ich will ja immer eigentlich vor allem hohe Reichweite, Effizienz und so. Design ist eher so meinem Sohn sein Ding eigentlich, ne? Ja, aber ganz so einfach kann man das natürlich nicht trennen, weil der Einfluss vom Design auf das Thema Reichweite ist natürlich viel größer, als man manchmal glaubt. Ach ja. Wir haben natürlich einen super effizienten Motor drin und eine Batterie. Mhm. Aber was natürlich wirklich wichtig ist, dass man das Optimum, was da drin steckt, auch rausholt über eine optimierte Karosserieform. Und wie habt ihr das gemacht? Es kommt natürlich erstmal auf die Stirnfläche drauf an, dass das Auto auf der einen Seite flach ist, für eine lange Dachlinie, was immer wichtig ist, und alles strömungsoptimiert, dass das Auto einfach möglichst windschlüpfrig ist. Und der hat ja immer noch einen ziemlich guten Wert, ne? Der Tourer, war zu überraschen mit seinem super CW-Wert, der liegt nämlich bei 0,25 und der Sedan liegt bei 0,23. Ja. Und das ist wirklich nur ein kleiner Unterschied und das ist eine super Leistung, die hier im Team vollbracht wurde, weil Reichweite ist für dieses Auto mit das Wichtigste. Wie viel Reichweite ist denn versprochen jetzt? Mehr als 600 auf jeden Fall? Ja, mehr als 600, ganz deutlich. Und wir nähern uns eher den 700 an. Die Werte sind natürlich noch nicht offiziell, aber es geht eher in Richtung 675, 680 Kilometer. Da ist ja eine große Batterie drin. Hat eine Batterie auch irgendein Design-Thema? Oder? Also, die Batterie gibt natürlich ziemlich viel vor, man sieht davon nicht viel, aber durch die Batterie bekommen wir einen hohen Boden und darauf bauen wir natürlich die ganze Karosserie auf. Wir müssen den Innenraum darauf aufbauen und sind natürlich schon mit Blick auf den Passat deutlich höher. Und ein Designer möchte eigentlich ein flaches, schönes, breites Auto haben. Und da haben wir uns einige Tricks einfallen lassen, um das erstmal aerodynamisch zu optimieren, aber auch gestalterisch schick zu machen, schöne Proportionen hinzustellen. Ja, das finde ich. Obwohl ich ja immer sage, ich bin nicht so der Design-Freak, finde ich ja, dass es ein schönes Auto ist. Das freut mich, dass wir dich überzeugen konnten. Ja. Absolut. Ich sehe gerade, du bist auch ziemlich groß. Ja. Wie groß ist das so? Knapp 1,90. Ja. Ich habe ja oft den Oscar-Test in meinen Videos mit meinem Sohn. Ja. Der ist ein bisschen kleiner noch als du, aber dann setzen wir uns immer hinten rein und gucken mal, wie man da so
Platz hat, also würde ich sagen. Gerne. Also ich saß schon öfters mal drin, ich freue mich drauf. Ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich hier massig Platz, ne? Ja. Kann man schon sagen. Also kopfmäßig sitzt du auch noch ganz gut. Ich habe sehr viel Platz nach oben. Hast das du gut gemacht. Mich besonders freut. Und was mich noch mehr freut, nach vorne habe ich genau mindestens genauso viel Platz. Ja. Also sehr komfortabel. Für die Beine. Ja. Das Einzige, wo mein Sohn ja immer beanstandet, ist, dass man mit langen Beinen halt hier so ein bisschen hochkommt. Ja. Aber das liegt halt an der Batterie, ne? Wir haben die Batterie, wir brauchen die Dachlinie und am Ende muss man halt auch komfortabel sitzen. Ja. Können aber für meinen Teil kann ich sitzen, dass ich hier, glaube ich, ein paar hundert Kilometer aushalten könnte. Ja. Wenn ihr jetzt so, also auch das Interieur designt, ja. Habt ihr da irgendwie Umfragen oder Studien, was den Leuten gefällt? Oder geht ihr da nach eurem künstlerischen Anspruch oder wie geht das? Also wir haben schon immer einen gewissen Anforderungskatalog, was dieses Auto können soll. Also der kreative Prozess ist anfangs wirklich frei und dann versucht man das alles miteinander zu kombinieren, die richtigen Kompromisse zu finden. Und Farben und Materialien, das ist, sucht ihr euch dann entsprechend aus? Ja, wir haben dafür eine extra Abteilung, das ist Color & Trim. Mhm. Die sind wirklich Experten auf dem Gebiet und mit denen arbeiten wir natürlich eng zusammen, weil du kannst dir ungefähr vorstellen, dass nicht alles in jedem Material einfach zu produzieren ist. Mhm. Und da muss man dann natürlich eng zusammenarbeiten, um das, was man sich vorstellt, auch umsetzbar zu machen und produzieren zu können. Gerade so in Bereichen von der Tür, das ist immer wichtig, was man hier auf der Armauflage sieht. Dass es man, auch langlebig ist. Genau, dass es langlebig ist, dass es sich angenehm anfühlt und dass es einfach umsetzbar ist. Okay. Und das ist einfach enges Zusammenspiel von Design und den anderen Fachbereichen. Gibt es denn irgendwas, was dir besonders gut gefällt an dem Auto? Oh, das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Ich mag natürlich das Innenraumgefühl. Es strahlt eine Ruhe aus, eine Gediegenheit, eine Größe. Und das mag ich wirklich gerne. Und ich bin echt Fan von dem integrierten Fahrraddisplay, was wirklich in dem Ausströmer vorne voll integriert ist. Es ist nicht aufgesetzt, sondern integriert sich harmonisch mit in das Design. Es sieht einfach aus, aber die einfachen Lösungen hinzubekommen, wie man sich vorstellen kann, ist manchmal viel schwieriger, als man glaubt. Also das finde ich ein tolles Design-Feature. Das streckt das Auto herrlich. Also ich mag zum Beispiel die Mittelkonsole auch mal ganz gerne, weil die viel Platz zeigt. Ich kenne mein Auto, wenn ich das nicht zumachen kann, dann sieht es relativ schnell unaufgeräumt aus. Ja. Da habe ich wirklich den Vorteil, ich habe super große Möglichkeiten, was abzulegen, aber ich habe es auch super clean, dass ich es einfach schließen kann. Das hilft auch, dem Gesamtinterieur immer einen schön aufgeräumten Look zu geben. Ja. Eine Sache habe ich nie so ganz verstanden. Diese Streifen da. Das ist das durchleuchtete Dekor. Jetzt am Tag wirkt das natürlich nicht so gut, aber wenn wir uns zum Beispiel das Auto in der Halle anschauen, dann macht das ein unheimlich tolles Ambiente in der Nacht. Haloida macht das ambiente Licht rot. Erledigt, Farbe eingestellt. Und ich habe die Möglichkeit, über individuell das so einzustellen, wie ich es gerne haben möchte. Sehr schön. Also, habt ihr gut gemacht. Ja, Dankeschön, freut mich. Vielen Dank, dass du uns ein paar Sachen dazu noch erzählt hast. Ja. Dankeschön. Ja, hoher Komfort, viel Platz, hohe Reichweite. Auf jeden Fall ein echter Kombi ist der ID.7. Unter 60.000 Euro geht's damit los. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Schreibt es unten rein, gebt mir ein Like auf dieses Video und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, euer Lisa Dad.